bin nicht so die absolute Wettkampfsau gsi. Aber ich bin halt der Erste, der plötzlich Stahlkanten aus dem Brett hat. Und nicht nur eine Scheibelage oder nicht nur Holz unter den Füßen. Racer ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! 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 Er war einer der prägendsten für Snowboarden in Europa und auch auf Amerika über. Weil in Amerika gilt er als der Europäer eigentlich. Ich hatte keine Vision per se, was das wird. Aber ich habe sofort gespürt, dass das ein Sport ist, der einfach zu erlernen ist. Es war eigentlich wie also die Geburt von so einem Freestyle-Denken. Die jungen Leute, die dort gekommen sind, wollten sich ein bisschen befreien. Und das ist gegangen beim Snowboarden.